Ja, hallo. Könnt ihr mich sehen mit meinem Layout Lied über die Tiere? Bitte schreibt doch eine Eins. Ich habe was ganz, ganz Kleines für euch vorbereitet und vielleicht freut sich auch Narin, weil es ein Kinderlied ist. Sie könnte das auch in ihrem Kindergarten dann gebrauchen. Es ist hier ein Lied, was wir natürlich im Kindergarten singen und was sich aber ganz gut an eure letzte Stunde anhängt. Und zwar deshalb, weil ich mit euch eine ganz spezielle Übung machen möchte, die dann eben dieses Lied oder diese Melodie als Grundlage nimmt und wir üben noch etwas mit diesen drei Zeiten, Präsens, Präteritum und Imperfekt. Ich lasse euch jetzt erstmal dieses Lied hören. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde. Fidirallala, fidirallala, fidirallalala. So, das ist die erste Strophe. Kommen noch andere Tiere, aber das war ja nicht die Absicht, dass wir hier jetzt alle Tiere und Namen kennenlernen. Ich lasse es euch nochmal als Melodie hören, sodass wir das eben auch dann nochmal als Grundlage haben. Noch einen Augenblick. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde. Fidirallala, fidirallala, fidirallalala. Gut, danke schön. Jetzt komme ich zu der nächsten Seite. Wir haben dieses Tierlied zu unserer Übung zu gebrauchen, Präsens, Präteritum und Perfekt. Ich habe euch gleich ein Beispiel hier aufgeschrieben, was eben von euch eine gewisse Kreativität erfordert und dann auch dieses Wissen um Präsens, Präteritum und Perfekt von einem Verb. Hier zum Beispiel ein Fisch, der schwimmt. Der Fisch, der schwamm. Der Fisch, der ist geschwommen. Ich glaube, dass ihr das schon kennt. Und das geht dann auch so mit dem Lied: Ein Fisch, der schwimmt, der Fisch, der schwamm, der Fisch, der ist geschwommen. Und dann könnt ihr alle mitsingen, auch wenn ich es nicht höre. Fideralala, fideralala, fideralala. Gut, und das ist jetzt unsere Grundlage und wir werden noch andere Strophen probieren. Und meine Frage, was ist das? Das seht ihr vielleicht, das ist ein Esel. Ganz genau, das ist ein Esel. Und was macht der Esel? Der Esel, der schreit. So, und jetzt möchte ich von euch wissen, wie die drei Zeiten sind von dem Verb schreien. Bitte, schreibt doch das bitte in den Chat. Schreien, schrie, hat geschrien. Sehr schön. Der Esel schreit, der Esel schrie, der Esel hat geschrien. Fideralala, fideralala. So, und jetzt sehen wir etwas anderes, ein anderes Bild. Und zwar ein Junge, der schläft. Das heißt, wir machen ein Lied, das Kind, das schläft. Bitte, Olga, ich wollte dich bitten. Vielleicht versuchst du es mit dem Lied. Die anderen, ihr, die ihr uns zuhört, könnt natürlich auch bei euch zu Hause mitsingen. Ich tue jetzt mein Telefon, mein Audio ausmachen. Ich singe sehr gerne, obwohl ich keine Stimme habe. Das Kind, das schläft, das Kind, das schlief, das Kind, der hat geschlafen. La 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 la. Zurück an. Dankeschön, Olga. Ich hoffe, dass ihr alle mitgesungen habt. So, und jetzt die andere Aufgabe für euch, was das sind. Ja, schön. Das freut mich, dass ihr mitgesungen habt.
dann habt ihr auch Spaß gehabt. Und jetzt seht ihr ein anderes Bild hier. Ja, ganz genau. Wir singen, die Vögel singen, der Vogel singt. Und könnt ihr bitte in den Chat schreiben, ja, das ich kann nicht singen. Okay, du kannst es auch sagen. Könnt ihr bitte in den Chat schreiben, die drei Zeilen von singen. Ich werde noch ein, ja, singen, sang, hat gesungen. Ganz toll. Ja, schön, fantastisch. Das habt ihr gut gemacht, das ist richtig alles. Und wir gehen jetzt gleich weiter. Es sollte einfach nur auch eine Aufwärmübung sein. Wir haben hier das Auto, Dankeschön auch Utkan, das Auto fährt, ja, meldet euch, wenn jemand singen möchte, sehr schön, möchte jemand singen, vielleicht mit dem Vogel, das wäre einfach super, ja, das Auto fährt, fahren, fuhr, gefahren, möchte jemand singen, gut Narin, sehr schön. Das ist schon eine kleine Probe für deinen Kindergarten. Ein Auto fährt, das Auto fuhr, das Auto ist gefahren. Tirinanlanlan, und so weiter. Ja, danke schön. Die Schwalbe fliegt. Bitte, danke Narin, es war sehr, sehr schön. Könnt ihr bitte von dem Verb fliegen die drei Zeilen schreiben? Fliegen, flog, ist geflogen. Ja, eine 1. Ich gebe dir eine 1. Auch Narin, schön und tut prima. Alle drei habt ihr das gemacht. Dann die nächste Aufgabe, vielen Dank. Die Schnecke. Die Schnecke schleicht. Auch hier bitte, könnt ihr bitte die drei. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Walde. Fidirallala, fidirallala, fidirallala. Schleichen wird zu schlich und ist geschlichen. Schleichen, schlich, ist geschlichen. Gut, und gut, wir sind jetzt am Ende von dieser kleinen Präsentation gelangt. Ich danke euch, dass ihr so toll mitgearbeitet habt und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß.